Ah ja, das sind sie ja, okay. Kann ich schon mal ein bisschen aufräumen hier. Warte mal, wo ging das denn hier lang, verdammt? Oh oh. Recht weit kann es nicht sein. Wieso ist denn da? Hoffentlich da keine Lava drin. Oh, Brot. Ah, hier. Und das, bauen wir hebe ich mal alles auf hier. Mhm. Oh nein, ich habe eine neue Höhle aufgemacht. Oh nein, da muss ich jetzt rein. Nee, komm hoch. Lass uns jetzt die Lampen machen. Ja, ich komme ja hoch. Also es geht ja nach oben quasi gerade. Ja, es geht nach oben. Okay, da geht's ganz tief runter. Ich schiete. Ich kann mich ja schlecht jetzt einfach so hoch bauen, dann mache ich dir nachher irgendwelche Bauten nachher da oben kaputt. Ach so, ja, stimmt. Ich meine, ich kann es machen, dann kannst du reparieren wieder. Aber ich habe hier gerade Unmengen Eisen und Kohle. Das muss ich eben noch mitnehmen. Das, da, so viel Zeit muss sein. Das keine Ressourcen verschwenden hier. Ach, dann kann ich erstmal die hinteren Lampen selbst bauen, das geht ja auch. Ja, genau, ich komme dir dann nach. In welche Richtung gehst du denn? Richtung Bauplatz oder? Nee, Richtung Netertor. Ah ja, okay, dann weiß ich aber ungefähr. Dann komme ich dir hinterher und dann bringe ich dir noch, ich werde mal einfach eine Werkbank mitbringen und dann kannst du die vor Ort noch weiter basteln, quasi. Mit Redstone und Glowstone und... Ja, aber ich sehe schon, ich glaube es, ja, die Sonne geht unter. Ah, okay. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein, wenn du gut ausleuchtest mit Redstone, ne? Mit Glowstone. So, haben wir denn hier noch was? Nö, da war was. Wenn gut ausgeleuchtet ist, dann passiert ja nicht viel, theoretisch. Ja, das stimmt. Aber ich brauche noch Fackeln. Ah, Rotsteinfackeln. Aber davon habe ich ja genug. Ach ja, die Lampen, die funktionieren tatsächlich nur mit Stromkreislaufen. Das heißt, man könnte die auch mit einem Schalter an- und ausstellen, ne? Ja, das müsste gehen. Cool. Eigentlich nie verkehrt. Und die Leuchtkraft ist die gleiche wie in normaler Glowstone, oder? Nee, die ist geringer. Ah, okay. Das fand ich bei den, das fand ich bei den Redstone-Fackeln immer doof, dass die Leuchtkraft so gering ist. Ja, das stimmt. Das ja, finde ich auch doof. Ja. So, zack. Okay, dann ja, ich muss ja hier irgendwo rauskommen. Nochmal, um auf das Thema von vorhin zurückzukommen. Wie kamst du eigentlich auf diese Fotografie-Sachen da? Also mit der Astrofotografie. Ja. Ja, weil ich eigentlich ganz viel solche Sendungen gucke, also Astrophysik und Quantenphysik, die interessiert, das interessiert mich einfach viel. Okay. Und dann habe ich einen Vortrag gesehen auf YouTube, der ging irgendwie anderthalb Stunden von einem Astrophysikprofessor, der auch eben leidenschaftlicher Astrofotograf ist. Der ist auch Gastautor jetzt bei Harald Lesch gewesen auf seiner Seite, auf seiner Facebook-Präsenz da, nicht Facebook, auf seiner YouTube-Präsenz von Harald Lesch. Ich habe den Namen leider vergessen, Professor irgendwas, hat einen südlichen Dialekt gehabt, also deutschen Dialekt. Wirklich sympathischer Typ und der hat dann einfach mal so gezeigt, so, ne, was man so für Bilder mit Hobby-Astronomie quasi erreichen kann. Ah ja, und okay. Dann habe ich einfach weitergeguckt. Ursprünglich ging's ja, habe ich ja diese Funktion in meiner Kamera gefunden. So, und habe die ausprobiert aus Spaß einfach. Und habe gesehen, nanu, weil ich habe in den Himmel geguckt und keine Sterne gesehen, habe das Ding hochgehalten, geknipst. Also auf dem Stativ natürlich. Und auf einmal waren da Sterne. So, und das hat mich fasziniert. Ja, das habe ich auch schon gemacht, aber das sind einfach nur so kleine, helle Punkte da. Ja, ja, schon, aber je länger du belichtest, desto mehr siehst du nachher, ne? Desto mehr Informationen und Lichtinformationen kommt herein. Ja, schon, aber das verschiebt sich auch. Genau, sieht man die das, ist das, das ist ein Riesenproblem. Da kämpfe ich jetzt noch momentan, denn ich habe keine Nachführung. Nennt sich, das ist so ein Gerät, was man dann auf so ein Stativ bastelt und das nennt sich eben Nachführung. Das sind so elektronische Helfer, die haben so einen kleinen Motor. Und den richtest du quasi am Polarstern aus. Da musst du ein bisschen... Also erstmal richtig ausrichten das Ganze. Und wenn du das einmal hast, quasi einnorden sozusagen, und wenn du denn diese Nachführung eingenordet hast, dann führt der in derselben Geschwindigkeit, bewegt er das Stativ in die richtige Richtung, so wie die Erde sich dreht. Das heißt, die Sterne bleiben scheinbar auf dem gleichen Punkt. Und dann kannst du schöne Langzeitbelichtung machen. Ich habe es geschafft, hier wieder rauszufinden. Ich bin zumindest am Grund der Schlucht jetzt. Dann kannst du eben schön... Oh nein, und ich bin in der Lava gelandet. Verdammt, ich noch eine. Ich schaff's immer wieder. Ich schaff's immer wieder. Ein bisschen brenne ich noch. Gut, dass ich Rüstung habe.
Nee, ich bin gestorben. Ich glaub's nicht. Aber die Sachen liegen noch rum irgendwo? Die direkt unter der Leiter. Direkt unter der Leiter. Schön. Ich hol die mal. Schön. Okay, mein vierter oder fünfter Tod heute? Ich weiß nicht, du hast die Strichliste geführt? Ich habe jetzt aufgehört zu. Ich sag mal vier. Wollen wir es mal mit Goodwill sagen wir mal vier. Könnte hinkommen, ja. Ja, ne? Oh shit. Da, wo war ich hängen geblieben? Ja, wie gesagt, die Nachführung, das ist, ja, da bin ich noch im Gucken, wo man sowas relativ nicht allzu teuer kriegt. Denn das wäre ein wichtiges Hilfsmittel für mich, denn momentan habe ich das Problem, dass ich, wenn ich die Belichtung bei meiner Kamera, das kommt immer auch auf das Objektiv an und so weiter, aber wenn ich die Belichtung länger als 8 Sekunden mache, dann fangen sofort bei mir an, die Sterne zu verwischen. Also, dann wird aus dem Punkt quasi ein kleiner Strich, ein ganz kurzer Strich, aber da, ja, da merkt man, dass es anfängt. Ja, genau. Das ist auch so eine Art Stil, Fotografiestil, das machen Leute gerne, ne? Da machen die Langzeitbelichtung und dann hat man quasi eine sich drehende Scheibe aus den Sternen, aus weißen Strichen. Ich finde das irgendwie ziemlich affig, weil wozu? Das ist eher ein Unfall, als dass es Kunst ist, finde ich. Aber, ja. Oder nicht gekonnt oder so ungefähr, aber es sieht auch nicht jetzt irgendwie beeindruckend aus, finde ich. Also, da liegt ja noch so viel Raum, ja. Bist du gerade da unten jetzt, oder? Ja. Sammelst du meine Sachen auf? Ja, aber das Inventar ist voll. Ja, ich komme runter, ich komme runter. Ich bin gerade hier auf dem Weg zu dir. Ja, nee, und da arbeite ich noch dran, dass ich das irgendwie in den Griff kriege. Denn je länger man die Belichtung machen kann, desto mehr Informationen empfängst du natürlich ein. Und dadurch kannst du natürlich ganz andere Bilder nachher produzieren. Oh Gott, ich bin, glaube ich, irgendwie ein paar Nummern zu tief hier gerutscht, ne? Ja. Ja, da kannst du natürlich richtig schöne Sachen mitmachen. Problem ist immer, diesen Spagat zwischen Bildrauschen, also ISO, und so weiter hinzukriegen, das ist echt ein Spagat. Ja. Ist nicht so einfach, ne? Also, und ich habe wirklich nur keine Ahnung von Fotografie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, ich bin ein absoluter Neuling, ich habe früher mit der Kamera immer nur auf Auto-Funktion irgendwie. Das hat zum großen Teil gereicht. Und ganz ehrlich, unter Wasser hast du keine Zeit, irgendwie großartige Einstellungen zu machen. Da hast du gar nicht die Zeit für unter Wasser. Ich könnte zwar theoretisch, aber das schaffst du gar nicht. Da rumzudrehen und so rumzuklicken in den Menüs, da bis du da die richtigen Einstellungen hast. Deswegen. Ja, das, ja. Für unter Wasser habe ich mir ein Programm vorgefertigt. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ich komme irgendwie nicht hier weiter. Ich bin hier an der Leiter, aber irgendwie bin ich ein paar Stufen zu tief, glaube ich, gekommen. Ja, dann geh wieder höher. Ich bin jetzt in dem Raum, in diesem Capo-Büro. Ja, dann bist du ja schon mal. Dann musst du einfach rausgehen. Achso, aus der Tür raus, okay. Auf der Ebene. Ach, siehst du, die Ebene habe ich gesucht gerade. Genau. Und wo ist die andere Leiter jetzt? Wo ging das denn runter? Wo bist du denn jetzt? Wo ich gestorben bin. Jetzt bin ich in der Mine. In der Mine wollte ich ja gar nicht. Ich such, wo bist du ich denn? Such die Leiter am Ende der Schlucht hier. Ach, dreh dich mal um. Ach da, hier. Ich such die Leiter. Ja, dann komm dahin, wo ich bin. Ja, das ist eine gute Frage. Wie komme ich dahin, wo du hinkommst? Da durchs Büro durch. Okay. Dann die Leiter noch runter und dann hier. Ja, nicht so weit, das ist eins zu tief. Ja, das meinte ich eben damit. Ja. Okay, jetzt bin ich. Ja, viel besser. So, hoffentlich ist das noch nicht alles weg. Nö, dürfte noch da sein. Ach, genau, die Leiter habe ich nämlich die ganze Zeit gesucht. Ja. Hier, da sind die Sachen ja noch. Ah, schön. Ja, dann sammle mal fleißig ein. Oh, Moment, da habe ich ja noch mehr für dich. Ein Flash? Mehr liegt da nicht. Hier war nur noch ein Flash, mehr ist da nicht. Doch, da, du musst weiter nach rechts gehen. Hier, da. Ach, hier bin ich gestorben, okay. Und dann hier in diese Grube, da habe ich was für dich reingeschmissen. Meine Axt. Welche Grube, wo? Was ist hier? Hier. Ach, da. Okay, ja, alles klar. Sehr schön. Redstone hast du schon genommen, ne? Ach so. Ja, genau, habe ich. Weil da war einiges. Das hat sich schon gelohnt. Da ist noch eine Axt drin. Dämliche Lava, ey. Ich schmeiß dir nochmal die Rotsteinfackeln dazu. Warum? Wir sind ja echt einige Werkzeuge wieder kaputt gegangen. Cobblestone Slabs, die habe ich doch gar nicht dabei gehabt. Hol dir doch mal die Sachen dann noch. Ach ja, okay. Moment, weißt du? Ah ja, meine zweite Axt, genau. Ja, na gut. Ach, die Redstone Fackeln und die. Ja, nimm du die mal. Ah, okay. So, dann lass uns wieder nach oben gehen. Ja, gerne. Ich habe für heute genug gestorben. Ja. Ja. Ich will noch ein paar Fackeln machen, also ein paar Laternen. Ja, ich muss auch erstmal gleich was zum Essen mitnehmen wieder.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon wieder ein Stack Brot weggeschmissen. Aber ich glaube nicht. Ich hatte nur ganz wenig dabei extra, weil ich weiß, dass ich gerne mal sterbe. Ich nehme immer so 15 Stück, 12 Stück oder so mit und damit kann man nur Zeit überleben. Ah, die Fackeln, die Dinger leuchten ja hier. Ja, ist es jetzt Dämmerung? Ach, ist Dämmerung, okay. Dann sehe ich das ja gleich erstmal. Ja, die Sonne geht auf. Ach, okay. Also mein Plan ist jetzt folgender. Wir gehen jetzt überall hin, wo noch diese Stümpfe rumstehen. Ja. Dann setze ich eine Laterne drauf. Und du dann die Kappe oben drauf und dann mache ich noch ein Loch und du setzt die Rutschallfackel darunter. Ja, okay, mach mal so. Und dann mache ich wieder zu. Ja, okay. Aber dann muss ich erstmal kurz rein und mir was zu essen besorgen. Ja, und ich muss noch ein paar Laternen machen. Sonst mache ich es nicht mehr lange. Ich habe schon einige gesetzt jetzt wieder. Ach, Sammel, hier sind noch Sammelkisten, sind hier auch noch Slabs. Kohle, wo habe ich denn so viel Kohle hier? Ach so, die habe ich unten gesammelt, ne? Oh, da wäre noch Kohle, 13 Kohle, Stück Kohle, kriegen wir noch raus. Da. Hast du noch Rotstein? Nee, den hast du mir abgenommen. Okay. Oder der ist in der Lava verschwunden, ich weiß nicht. Ich hatte eine Menge. Ja, ja. Ich hatte eine Menge. Nee, Rotstein, da. Wo war denn was zu essen? Döckchen. Mensch, habe ich viel gerümpelt hier. Das muss ich jetzt einfach mal ausleeren hier. Nehme ich nicht mit. Das können wir irgendwie doch. Das kann weg. Weichenbrett. Schaufel auch, dass genau. Das da. Ich nehme immer ein Stack Schwarzeichenholz mit, weil da kann man ja wirklich beliebig alles andere auch draus basteln. Das reicht ja dann. Ja. Gut. Steine. Ein Stack Stone nehme ich mit. Da ist noch zwei Redstone sind da drin. Ja, aber nur zwei. Achso, okay, das sind die Reste. Das sind die Reste, genau. Okay, dann nehme ich mir mal 30 Brot mit, das müsste reichen. Ja, ein paar Fackeln zur Not. Ah ja, dann nochmal die restlichen Werkzeuge hier. Okay. Brauche ich nicht. Ja, dann haben wir erstmal, glaube ich, alles, was wir brauchen, ne? Oder? Ach, halt. Schwert. Ein Schwert. Ich brauche unbedingt ein Schwert. Oh ne, da ist kein Schwert mehr. Du musst dir eins bauen. Oh shit. Okay, Eisen. Dann geh schon mal raus und fang da an. Und zwar irgendwo da oben. Ah ja, genau. Ach, hier sind ja noch. Achso, hier sind Diamantschaufeln. Oh, die will ich nicht an. Was denn? Was mache ich denn wieder so für Dummheiten hier? Da bin ich vorhin runtergefallen. So, da muss eine Rotsteinfackel drunter. Kann man nicht. Ja, das ist gut. Da auch. Wieder da auch so ein bisschen zubasteln. Eisen. Ach, da, okay. Ein Schwertchen wird wohl reichen, ne? Denke ich, oder? Ein Schwert. Ja, das reicht. So, dann noch zumachen. Okay. Ach nee, ich brauche nur. Okay, sehr gut. Dann bin ich jetzt soweit ausgerüstet. Voll, habe ich überhaupt noch Rüstung an? Ja, ne? Ja. Ach, guck mal, da fehlt dir noch was. Also, bist du jetzt den Weg geradeaus gegangen oder wo bist du hin? Nee, du bist Richtung... Nee, ich bin hier oben beim Turm. Ach ja, okay, genau. Über dir. Ja, okay, ich komm. Hier ist eine Laterne, die nicht leuchtet. Das soll so sein, oder? Nein, das soll nicht so sein. Da muss ja noch eine Rotsteinfackel darunter. Ja, genau. Ach, da drunter. Okay, ich sehe schon. Ah, alles klar. Aber die... dann hätte ich vielleicht Erde mit dabei haben sollen, ne? Nee, ich habe ja Erde mit. Okay. Hast du die Fackel hingesetzt? Nee, ist noch nicht drin. Ja, mach mal. Ja. Ah, sehr gut. Okay. Meine erste gesetzte Fackel, sehr schön. Und da unten, ja, das brennt alles, okay. Zack, Erde dran. Oh, da ist auch noch was. Oh, da fehlt ja noch was. Bombi? Ach, da ist noch eine. Brennt. Die Decke aber auch noch, den Deckel drauf. Ach ja, stimmt, die habe ich ja noch. Die müsstest du haben. Ja, habe ich. Zack. Da ist alles. Okay, da ist, haben wir das denn hier? Ja. Alles da und da oben. Ah, nee, da ist ja. Brennt. Gut, war da hier noch was? Nö. Da noch den Deckel drauf. Guck mal, wenn du von hier oben runter guckst, nach links der Weg, der ist ja auch noch komplett unbesetzt, ne? Ja.